Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heutzutage haben viele Autos Dashcams. Das ist nützlich, weil man nie weiß, was auf der Straße passiert. Aber wusstest du, dass einige Leute mysteriöse und unheimliche Dinge erlebt haben, als sie im Auto saßen? Heute zeigen wir euch die 10 gruseligsten Dinge, die mit einer Dashcam aufgenommen wurden. Teil 3. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. So fangen Horrorfilme normalerweise an. Ein Mann fährt nachts eine verlassene Straße entlang und sieht plötzlich eine Person in einem Kapuzenpullover, die neben dem Auto auftaucht. Aber was, wenn so etwas auch im echten Leben passiert? Genau das ist einem Ehepaar passiert und die Dashcam ihres Autos konnte den Moment filmen. Das Paar war nachts in der Nähe von Sydney, Australien unterwegs, als plötzlich ein vermummter Mann mitten auf der Straße auftauchte. Der Fahrer hielt sein Auto an und der unheimliche Mann begann zu schreien. Natürlich bekam der Fahrer Angst und fuhr davon und diese Nacht wird er wohl nie vergessen. Leider ist unklar, was der unheimliche Mann mitten auf der Straße zu suchen hatte, aber ich denke, die meisten Leute wären mit einem Bogen drumherum gefahren, vor allem, wenn das auch noch mitten in der Nacht ist. Nummer 9. Dieser nächste Moment wurde mit einer Dashcam-Kamera irgendwo auf einer dunklen Straße in Singapur gefilmt. Zunächst war auf der Straße nichts Seltsames zu sehen, aber wenn man sich die Videoaufnahmen noch einmal in Zeitlupe ansieht, kann man auf der linken Seite des Bildschirms einen Geist erkennen. Der Geist sieht aus wie ein Mädchen in einem Kleid oder etwas Ähnlichem und es sieht auch so aus, als würde sie in der Luft schweben. Gleich nachdem dieses Video auf YouTube hochgeladen wurde, ging es ziemlich viral und viele Leute nahmen an, dass der Geist eine verlorene Seele von jemandem sein könnte, der an diesem Ort gestorben war. Andere behaupten jedoch, das Video sei eine Fälschung und es gäbe keinen Grund, sich zu fürchten. Andere Theorien besagen, dass es sich nur um eine Person handeln könnte, die versucht, die Straße zu überqueren. Was meint ihr dazu? Nummer 8. Kängurus sehen vielleicht wie niedliche Tiere aus, aber sie können sehr aggressiv gegenüber Menschen sein. Das tun sie allerdings nur, wenn sie provoziert werden oder wenn ihre Jungen in Gefahr sind. Aber stellt euch vor, ihr würdet nachts einem Känguru begegnen. Ein Auto jagt einen Känguru und auf einmal dreht sich das Känguru um und springt auf das Auto. Kängurus haben kräftige Hinterbeine und scharfe Krallen, deshalb sollte man sich vor diesen Tieren in Acht nehmen. In diesem anderen Video fährt ein Auto nachts irgendwo in Australien und auch hier springt plötzlich ein Känguru auf das Auto wie aus dem Nichts. Man kann mit Sicherheit sagen, dass man als Autofahrer in Australien vorsichtig sein sollte, wenn man einem Känguru begegnet. Nummer 7. Dieses nächste Video ging eine Zeit lang viral und wurde sogar von einem nationalen Nachrichtensender auf den Philippinen veröffentlicht. Die Geschichte handelt von einer Dame in Weiß, die von Zeit zu Zeit entlang der Zigzag Road in der Stadt Atimonan in Quezon auftaucht. In den Videoaufnahmen ist zu sehen, dass es einem Auto mitten in der Nacht gelingt, die weiße Dame mit seiner Dashcam einzufangen. Die Dame in Weiß hat lange Haare und sitzt auf dem Rücksitz eines Pickups und das Unheimliche daran ist, dass sie sich nicht einmal bewegt. Einem paranormalen Ermittler zufolge geschehen in dieser Gegend mysteriöse Dinge. Der Autofahrer beschloss, etwas langsamer zu fahren, weil er ein wenig Angst bekommen hatte. Obwohl das Video im Internet aufgetaucht ist, sagen die Anwohner, sie wüssten schon seit Jahren, dass die weiße Dame in der Gegend spukt. Ziemlich gruselig, findest du nicht auch? Nummer 6. Dieses Dashcam-Video wurde am 25. Februar des Jahres 2022 aufgenommen, einen Tag nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das Gebiet, in dem dies geschah, lag in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Das Dashcam-Video zeigt, wie mehrere Mörser auf die Straße fallen, während ein Autofahrer versucht, ihnen auszuweichen. Man kann wohl sagen, dass er großes Glück hatte, denn der Mann blieb am Leben und in Sicherheit. Das Videomaterial sieht erschreckend aus und es ist schwer vorstellbar, dass so etwas im 21. Jahrhundert noch passiert. Glücklicherweise war der Autofahrer in Sicherheit und es scheint, dass er auf wundersame Weise entkommen konnte. Nummer 5. Was diese Person in der Mitte einer schmalen Straße im Wald angetroffen hat, ist ziemlich mysteriös und seltsam. Nachdem du dieses Video gesehen hast, wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr in den Wald trauen. Auf den Videoaufnahmen ist ein Wesen zu sehen, das wie eine Frau mit extrem langen Fingern und einer seltsamen Körperform aussieht. Leider sind nicht viele weitere Informationen verfügbar, aber es heißt, dass die Videoaufnahmen von einem Bewohner dieses unbekannten Dorfes gemacht wurden. Leider ist die Videoqualität auch nicht besonders gut, sodass es schwierig ist, sie im Detail zu sehen. Außerdem sehen wir nur ihren Rücken.
Wie üblich gehen die Meinungen im Internet auseinander. Einige halten das Video für eine Fälschung, andere wiederum halten es für eine Meerjungfrau oder eine Kreatur, die im Wald mutiert ist. Was meint ihr dazu? Nummer 4. Genug von Geistern und gruseligen Kreaturen für den Moment. Wie wäre es, wenn du nachts einem gefährlichen Tiger begegnest? Auch das kann ziemlich beängstigend sein. In diesem Video beschließt ein Autofahrer, sein Fahrzeug kurz anzuhalten, weil er etwas im Gras sitzen sah. Was er im Gras sah, war in Wirklichkeit ein Tiger. An einer Stelle fährt ein Motorradfahrer vorbei und seht selbst, was passiert. Wir wissen nicht, warum sich der Tiger auf die Motorradfahrer stürzte, aber zum Glück kamen sie mit dem Schrecken davon. Dann rannte der Tiger zurück in den Wald und kam nie wieder zurück. Wir können uns nur vorstellen, was passiert wäre, wenn der Tiger mit seinem Sprung erfolgreich gewesen wäre. Nummer 3. Was wir in diesem nächsten Dashcam-Video sehen, ist ziemlich seltsam und kann nicht erklärt werden. An einem nebligen Tag fährt ein Auto an einem unbekannten Ort, an dem es auch noch stark geschneit hat. An einer Stelle stößt er auf eine alte, unheimliche Frau, die regungslos mitten auf der Straße steht. Es sieht so aus, als sei sie eingefroren und könne sich nicht mehr bewegen. Einige Leute in den Kommentaren sagen, dass die Frau vielleicht Rückenschmerzen hatte. Aber natürlich ist es immer noch seltsam, warum sie sich in einer sehr unnatürlichen Position nach vorne lehnt. Es gibt jedoch auch einige Leute, die sagen, dass es sich um einen Glitch in der Matrix handeln könnte. Leider ist nicht bekannt, was als nächstes passiert, aber wir sehen, dass der Autofahrer sein Auto an den Straßenrand stellt. Wahrscheinlich wollte er nachsehen, was los war, aber leider werden wir nie erfahren, wie die Geschichte ausging. Nummer 2. Es sieht so aus, als wäre dieses Video in der Hölle gefilmt worden und es ist unglaublich, wie das alles mit einer Dashcam aufgenommen wurde. Das Video wurde in Fort McMurray, einer Gemeinde in Kanada, aufgenommen und zeigt viele Flammen entlang der Straße, was sehr beängstigend aussieht. Stellt euch vor, selbst in einer solchen Situation zu sein. Michel, die Person, die das Video gefilmt hat, sagte, er sei von der Nachtschicht nach Hause gekommen und habe erfahren, dass sein Viertel evakuiert wurde. Der Mann schnappte sich alles, was er finden konnte, sprang in sein Auto und fuhr los. Die Aufnahmen der Dashcam zeigen, wie er durch die Vororte fährt, während die Flammen die Bäume am Straßenrand durchschlagen. Der Mann sagte auch, dass er den Wind spürte, der in die Flammen blies, und dass es sich sehr heiß anfühlte. Diese Geschichte hat jedoch ein glückliches Ende, da Michel zum Glück nichts passiert ist. Nummer 1. Dieses letzte Video verdient definitiv den ersten Platz, denn nachdem ihr das gesehen habt, werdet ihr euch wahrscheinlich nicht mehr trauen, nachts Auto zu fahren. Das Dashcam-Video wurde von einer Person namens Mitch Kuhn aus Sydney, Australien gefilmt. Während er Auto fuhr, bemerkte er plötzlich etwas, das er zunächst für ein Kind hielt. Der Mann beschloss, das Video ins Internet zu stellen und er behauptet, dass dieses mysteriöse Kind aus dem Nichts verschwunden war, als er zurückfuhr. In den Kommentaren wurde jedoch behauptet, dass es sich nicht um ein Kind, sondern um einen blau gekleideten Geist handelte. Leider ist dies also ein weiteres Video, auf das wir wahrscheinlich nie eine Antwort finden werden. Wir können nur raten, ob es ein Kind oder ein echter Geist war. Hast du schon einmal einen gruseligen Moment im Auto erlebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr mal einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.